Okay, was ist das Ergebnis dieser Vorgehensweise mit dem herkömmlichen Gesundheitsansatz in der allopathischen Medizin? Geht es den Betroffenen langfristig gut? Wären sie gesund? Ja, was für eine interessante Frage. Also ich glaube, der Zulauf in unseren Praxen oder in den Praxen, die so arbeiten, wäre nicht so exorbitant groß und so krass zunehmend, wenn es den Leuten in der konventionellen Medizin wirklich geholfen würde. Ja? Also es gibt ja eigentlich keine Hilfe im klassischen Medizinsystem, weil das System lebt von Krankheit und nicht von Gesundheit. Und hier wird ganz klar, der Patient wird nicht auf Gesundheit getrimmt. Also wenn man mal fragt, aha, Sie haben Blutdruck, wie lange nehmen Sie die Medikamente denn schon? Ja, 15 Jahre. Aha, hat denn jemand mal geguckt, ob Sie die überhaupt noch brauchen? Ja, auf die Idee kommt man nicht. Und das ist ja genau mit den Magen-Darm-Thematiken ganz genauso. Also es gibt dafür keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Es gibt dann vielleicht einen, der sagt, nehmen Sie mal Kijimea für den Dünndarm. Herrlich. Oder machen Sie mal eine Ernährungsberatung und dann gehen Sie, weiß ich nicht, hin und machen irgendwie Low Carb oder der nächste macht Ketogen oder der dritte, ich weiß es nicht, ja. Aber es gibt keine wirkliche Lösung für das Problem. Es gibt keine Heilung im, also, ne, in den meisten Fällen, oder wenn das passiert, bin ich davon überzeugt, dass es nicht wegen der Medizin passiert, sondern weil der Patient ganz viel gegoogelt hat und sich selber auf den Weg gemacht hat, sich die Strategien herauszusuchen. Das hat dann mit der Beratung in der konventionellen Medizin meiner Meinung nach nicht mehr besonders viel zu tun. Dann hat der Patient das selber hingekriegt, da bin ich mir ziemlich sicher. Hildegard, du auch noch was dazu sagen? Ja, was soll ich noch sagen? Eigentlich sehr. Sprachlos. Der hat das sehr pointiert ausgedrückt. Ja, wir haben einen anderen Ansatz. Wir behandeln keine Symptome und managen diese, bis wir das nächste Symptom finden und das nächste Symptom behandeln, was unter Umständen aufgetreten ist, weil wir vorher ein Symptom behandelt haben. So ist das ja in der Schulmedizin. Das ist ja so eine Kette, ne? Man bekommt ein Medikament nach dem anderen. Wenn man jetzt noch ein Altenheim betreibt, dann hat man wirklich so aus wirtschaftlichen Gründen gute, geschickte Entscheidungen getroffen für meinen Begriff, und das spürte ich auch schon viele, viele Jahre. Ich finde das menschenverachtend, diese Vorgehensweise, weil sie am Menschen vorbeigeht. Und wir arbeiten anders, wir nehmen uns Zeit, auch ich als Ärztin habe große Zeitfenster für meine Patienten, das zeichnet auch meine Arbeit aus, und ich nehme, mache nichts im Vorbeigehen. Ich habe auch leider ja keinen Coach, und ich begleite die Leute selber. Und spreche mit denen auch über Ernährung und über alles, was ich an Wissen zur Verfügung habe. Und das funktioniert. Und am Ende ist auf jeden Fall eine Art von Transformation da. Also ich nenne das manchmal Transformation. Das kann man auch, das ist eine Veränderung, ne? Das ist etwas, weil Gesundheit ist definiert als das Fehlen von Krankheit oder von der WHO zumindest. Oder es ist ja jetzt geändert worden, also sozial, mental und körperliche. Körperliches Wohlbefinden heißt Gesundheit, aber ob das jetzt wirklich das abdeckt, was wir machen, weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist ja auch ein Gefühl einfach, ne? Wann bin ich okay? Und wenn ich mit irgendwas rumlaufe, was mich am Leben hindert, bin ich nicht okay. Und wenn das dann weg ist und ich wieder anders rumlaufe, aber ich habe vielleicht eine Einschränkung in der Ernährung oder einen Gewinn, je nachdem, wie man das empfindet. Dann finde ich, ist das eine Transformation, also eine Veränderung. Und ich sehe in dem Wort Transformation auch heilende Aspekte. Also für mich ist das eine Heilung. Wenn ich einen Weg finde, dann ist das für mich eine Heilung. Und das heißt nicht, alles wieder gut. Das heißt für mich, ich kann wieder leben. Und zwar in einer Art, wie ich selber möchte, und ich habe Lebensqualität. Ja, gebe ich dir recht. Und ich meine, das, du sagst es ganz schön, es ist einfach ein Prozess. Das ist ein Prozess, den man begleitet und den derjenige selber in der Hand hat. Und darin liegt im Grunde die Heilung. Und die Frage ist immer, kann man gewisse Dinge komplett heilen? Ne? Das ist immer, aber es ist ein Weg in die richtige Richtung und ein Weg weg von dem, was man vorher gemacht hat, der unbewusst in die falsche Richtung geführt hat. Ne? Dementsprechend ist da eine unheimliche Magie dahinter und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, die da passiert, ne? Weil man einfach schöne Prozesse begleiten kann.